Friede sei mit dir, Malik. Wenn er doch nur auch mit dieser Stadt wäre. Womit belästigt ihr mich heute? Al-Mualam hat Majdadin dem Tode geweiht. Was könnt ihr mir über ihn sagen? Salah al-Dins Abwesenheit hat die Stadt ohne rechten Führer hinterlassen. Und Majid ad-Din hat sich selbst auserkoren, diese Lücke zu füllen. Durch Angst und Einschüchterung bekommt er, was er will. Er hat kein wirkliches Anrecht auf diese Position. Das wird heute enden. Ihr urteilt vorschnell. Es ist kein gewöhnlicher Sklaventreiber, über den wir reden. Er beherrscht Jerusalem und wird schwer bewacht. Ich schlage vor, ihr plant euren Angriff sorgfältig. Lernt eure Beute erst kennen. Mit eurer Hilfe werde ich das. Wo sollte ich mit der Suche beginnen? Was ist geschehen? Ihr bittet mich um meine Hilfe, anstatt sie einzufordern? Ich bin beeindruckt. So sprecht denn. Wie ihr wünscht. So würde ich es machen. Zuerst sucht im Südwesten, nahe der Moschee. Danach wendet euch weiter gen Süden. Dort sind zwei Orte, die euch interessieren sollten. Die südliche Kirche ist der eine. Ein weiterer liegt in den Straßen bei einer Synagoge. Danke für euren Rat. Verderbt es nicht, Altair. Kennen wir uns? Halt! Ihr dürft hier nicht passieren. Das kostet dich den Kopf. Ihr wagt es in meinem Wald zu stehlen. Das wird euch das Leben kosten. Ich werde dir die Hände abschlagen! Warum tut ihr das? Was habe ich getan? Stirb, Dieb! Benutzen Sie freies Laufen, um aus einem Kampf zu fliehen. Ihr wieder, Großmeister? Sicherheit und Frieden. Ich bin so froh, euch zu sehen. In diesen furchtbaren Zeiten fordern sie, dass ich mich beweise. Doch ich fühle mich so wertlos neben euch. Ich muss zwei von Majid ad-Dins Leuten töten, aber ohne Kampf.
würdet ihr mir den Weg zeigen. Ich würde euch ewig dankbar sein und eine interessante Geschichte erzählen. Ihr seid der Beste, den der Clan je hatte. Hier ist meine Geschichte, Meister. Ich reinigte gerade die Tempeltreppen, als ich zwei Gelehrte hörte, die sagten, wie einfach es für sie wäre, durch die Soldaten zu marschieren, die den Hinrichtungsplatz bewachen. Stimmt den Zeitpunkt eures Eintritts genau ab, und sie bieten vielleicht eine willkommene Ablenkung der Wachen. Aber dank eurer Weisheit wusstet ihr das sicher bereits. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Habt ihr den Befehl gesehen? Wir sollen das Gerüst für eine weitere Hinrichtung reparieren. Heute! Ja, es ist das an der westlichen Ecke von Salomons Tempel. Ich wollte soeben dorthin. So viele Tote. Wenn doch nur unser wahrer Herrscher zurückkehren und Gerechtigkeit in diese Stadt bringen würde. Ja, und dieser Tyrann Mashtadin nicht weiter herumstolzieren könnte. Wie? Wie nur konnte es so weit kommen? Alle, die als Statthalter Salahadins vorgesehen waren, haben ein frühes Ende gefunden. Und nun fällt diese Stellung an ihn, der einst nichts als der Schreiber des Emirs war. Welch ein Zufall. Würde mich nicht wundern, wenn er hinter diesen Unfällen steckte. Sch! Wenn die Wache uns hört, nimmt man uns als Verräter fest. Hingerichtet auf dem Gerüst, das wir selbst errichtet haben. Kommt, gehen wir an die Arbeit. Was tut dieser Mann nur?
werden bei seiner Verteidigung verloren. Es scheint tragisch. Aber ich sage, es ist eine Ehre, dein Leben im Dienste Gottes zu lassen. Ich brauche Nahrung. Ihr ich habe solchen Hunger. Ein bisschen. Was das Leben kostet. Warum tut ihr das? Was habe ich getan? Die elender Rupf! Nichts ist verwerflicher als dem Gesetz den Rücken zu kehren. Denn das Gesetz wurde uns von Gott selbst gegeben. Gepriesen werde sein Name. Es zu brechen heißt...